ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute reinigen wir deine Aura. Du kennst so Tage, so Momente bestimmt auch, wo du das Gefühl hast, dass Menschen dir zu nahe kommen, wo du dich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen möchtest oder wo du einfach schlecht gelaunt bist. Du bist mies drauf und weißt noch nicht mal wirklich warum. Genau für solche Tage haben wir heute diese Aura-Reinigung und du brauchst wie immer nichts, außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper. Jawohl, am besten setzt du dich auf deine Matte oder auf deinem Sofa in den Schneidersitz, richtest dich auf. Wir nutzen für diese Aura-Reinigung die Feueratmung. Falls du überhaupt nicht weißt, wovon ich spreche, ich verlinke hier ein Video für dich. Und dann würde ich sagen, lass uns doch gleich loslegen. Und zwar kommst du erstmal ganz bewusst hier in diesem Moment an. Schließe gerne deine Augen oder fokussiere dich auf einen Punkt, wie zum Beispiel deine Nasenspitze. Und nimm einen ganz tiefen und bewussten Atemzug. Ja, also mit deinem nächsten Einatmen bring die Arme über die Seite nach oben. Dreh die Handflächen nach vorne, atme aus, klappe die Finger ein, die Daumen zeigen zueinander. Nun atme tief ein. Und dann beginnen wir mit der Feueratmung. Tief einatmen durch die Nase, Luft anhalten, Daumen berühren sich, Finger öffnen, Luft immer noch anhalten, aktiviere Mula Bandha, zieh den Nabel nach innen, aktiviere den Beckenboden, halten, halten, halten und ausatmen, Arme über die Seite, nach unten. Einatmen, Arme über die Seite, wieder nach oben, Handflächen nach vorne, ausatmen, klappe die Finger ein, zweite Runde, tief einatmen und los geht's. Tief einatmen, Daumen zueinander, Finger langstrecken, aktiviere Mula Bandha, Atem halten und ausatmen über die Seite nach unten. Letzte Runde, einatmen nach oben, Handflächen nach vorne, Finger einklappen, Daumen zueinander und einatmen. Los geht's. Tief einatmen, Daumen zueinander, Finger öffnen, spreizen, Atem halten, Mula Bandha setzen.
Und ausatmen. Arme über die Seite, nach unten. Setz die Hände auf die Knie. Schließe einen Moment die Augen. Fokussiere deinen Blick auf dein Stirnchakra, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Lass deinen Atem fließen und spür einfach in dich hinein. Mit dem nächsten Einatmen öffne deine Augen und ausatmen. Du hast deine Aura gereinigt. Wende diese Übung immer an, wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand zu nahe tritt oder dass du ganz, ganz, ganz dringend Ruhe brauchst. Die Aura zu reinigen ist in der Chakrenarbeit essentiell. Und wenn du dich noch nicht so wirklich mit deinen Chakren beschäftigt hast, aber es ist schon interessiert, welches deiner Chakren blockiert sind, welche Auswirkungen das auf deiner körperlichen und emotionalen Ebene haben kann, dann empfehle ich dir, den Test unter diesem Video zu machen. Dauert 2 bis 3 Minuten und du bekommst von mir noch wirklich per Hand ausgewertet dein personalisiertes Ergebnis. Und gleich 2 bis 3 Tipps dazu, wie du diese blockierten Chakren unterstützen kannst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, bewussten Tag und freue mich auf das nächste Video mit dir. Ciao, hier ist Kay.